freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Lanz kocht am späten Freitagabend hier im ZDF. Und unser Motto heute, frisch und fruchtig. Frage mich allerdings in dem Zusammenhang, warum Cornelia Poletto sich entschieden hat, ein Havelländer Apfelschwein zu braten. Der Frage werden wir jetzt gleich mal auf den Grund gehen. Hier sind sie, hier sind Cornelia Poletto, Andreas C. Stusa, Alexander Herrmann, Kolja Kleberg und Alfons Schubeck. Cornelia, ein Havelländer Apfelschwein. Du siehst gut aus. Ja. Ja. Cornelia, grüße dich. Ja. Ich freue mich sehr. Alfons. Von Tal zu Tal. Von Tal zu Tal. Von Gebirge zu Gebirge. So. Ja, ich hab eben gesagt, frisch und fruchtig ist unser Motto heute, aber es wird verdammt viel gegrillt. Also frisch und fruchtig, weiß ich nicht so ganz. Du hast heute ganz was Exotisches vorbereitet, Alfons? Ich habe Avocado, und zwar die Avocado kennt man ja meistens, sagt man, ich kann nicht essen, das ist viel zu fett, das ist nichts für mich, aber die meisten kennen sich gar nicht aus, wie gesund eine Avocado ist. Ja. Ja. Eine Avocado hat sicher 213 Kalorien auf 100 Gramm. 100 Gramm Nudeln haben wertloses Kohlenhydrat 280. Mhm. Wertlos. Gut. Eine Avocado hat zwischen, sagen wir mal, 25 bis 40% Fett. Wobei der Fettanteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, an einfach ungesättigten Fettsäuren, an gesättigten Fettsäuren im richtigen Verhältnis steckt. Wie rum? Das heißt, im richtigen Verhältnis. Wie rum was? Was, wie rum was? Mit welchen Gefettigten hast du angefangen? Mit Fettsäuren mehrfach. Netter Kerl. Das ist schon spät. Ja, ja. Netter Kerl. Aber, merken kann man sich das doch nicht, oder? Ja, das brauchst du nur, weil ich uns das merken. Und dann sagen wir, dieses Fett ist ja für die Zellmembrane ganz wichtig und für den Fettstoffwechsel. Und da fällt es ja bei den meisten. Und dieses Cholesterin senkt dieses sogenannte, diese Frucht senkt so das sogenannte LDL, das Negative, das wesentlich höher ist, also das Verhältnis ist immer 1:3. Mhm. Und das, was die meisten nicht wissen, das positivere Cholesterin, das HDL, das musst du hochschieben. Und das LDL, das sogenannte Negativere, musst du runterbringen. Und die Avocado, also wenn du ein Viertel die nimmst, dann hast du ja wunderbare, sagen wir mal, eine wunderbare Frucht. Hier haben wir den Lachs, der die Omega-6 und die Omega-3 hat. Also gesünder. Schreiben Sie das mal mit, bitte. Die Zahlen notieren Sie die mal alle. Ja, machen Sie das. Und alle B-Vitamine. Das Vitamin E, fast alle B-Vitamine. Toll. Also das war's. Ich meine, es hat zwar keinen interessiert, ich habe es aber trotzdem. Ich finde es auch super, dass du es erklärt hast. Es war auch gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Aber jetzt, so, jetzt kommst du, jetzt pass auf. Jetzt, worauf willst du eigentlich hinaus? Also ich glaube, du wolltest mich fragen, wo kommt die Avocado her? Nein, wollte ich auch nicht. Schade, aber dann sage ich das trotzdem. Alexander, was machst du denn heute? Ich sage das zuerst. 13. bis 14. Jahrhundert haben die Azteken diese Frucht. Ich bin schon froh, dass nicht die Araber sind. Die Araber kommen noch. Okay. Ja. Aber das ist wirklich eine ganz tolle Frucht. Und bei Tiere aufpassen. Tiere vertragen die nicht. Die kriegen Atemprobleme, wenn sie eine Avocado essen. Weißt du, was Avocado auf Deutsch heißt? So, genau. Jetzt kommt's hin. Hoden. Du sprichst aus, gell? Ich meine, kann man ja auch. Das ist kein Hoden, aber wenn du die aufmachst, das weiß ich auch, dann dass könnte das kein man Hoden ist. Ihnen diesen Kern anschauen und sagen, ah, kann sein. Ah. Cornelia, dein Einsatz, bitte. ist auch wurscht, ist auch besser so. So, Alfons, pass auf. Aber worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, du willst diese Avocado spektakulärerweise braten. Ja, ja. So, und das zeigst du uns bitte gleich. Ja? Sag's Bescheid, wenn die Avocado gebraten wird. Ja. Genauso spektakulär. Aber möchtest du nur wissen, was für ein Gericht ich überhaupt koche? Nein. Schade. Nein. Gleich. Zunächst mal allerdings ganz kurz bei Cornelia die Frage. Auch du aus der Abteilung leicht und frisch und fruchtig. Ja. Brätst uns heute mal ein halbes Schwein. Ein Havelländer Apfelschwein. Genau. Was ist das? Ich habe halt gedacht, frisch und fruchtig muss ja nicht immer bedeuten, dass wir jetzt alle nur mit Früchten kochen. Ja. Und deswegen habe ich eine Schweinesorte gefunden, die aus dem Havelland kommt. Ja. Und diese Schweine werden tatsächlich mit Apfelmost gefüttert.
Nur mit Apfelmost? Ja, fast ausschließlich. Und die bekommen einen ganz besonderen Geschmack. Und dazu mache ich kleine Pancetta-Kartoffeln. Pancetta ist ja dieser schöne italienische Apfelmost. Also sind diese Schweine danach besonders gut drauf? Oder? Ja, also die haben immer mindestens 1,5 Promille und sind immer gut gelaufen. Nee, sag mal, das ist doch... Die haben ein glückliches doch, Leben, sind immer getroffen. Ja, Wahnsinn. Ja, also, wenn es im Kopf stimmt, Apfelmost stimmt es auch im Rücken. Deswegen gibt es ein Stück vom Apfelschwein. Apropos, hatten Sie heute schon alkoholische Getränke? Vielleicht Apfelmus. Ja. Dann servieren wir gleich mal was, wenn Sie einverstanden sind. Ja? Einen kleinen Muntermacher. Ist ja schon spät. Da reden wir gleich noch drüber, Cornelia. Ne? Über das Havelländer Apfelschwein. So. Und ich freue mich über Besuch aus der Schweiz. Andreas C. Studer ist bei uns. Hallo. Probiert sie dran. Das C steht wofür? Für clever. Er sagt gerade, das C steht für besonders clever. Nein, es steht für Karl. Karl? Karl, genau. Oh, der feine Herr mit C, ja? Ja, der feine Herr. Ich habe eine Mütze gesehen. Ja. Ach, jetzt kommen wir nicht mehr. Was machst du uns denn heute? So, ja, etwas relativ, wenn ich höre, was meine Kollegen machen. Spektakulär, die legen da richtig vor. Ja, bei mir wird es auch spektakulär, aber mit ganz normalen, tollen Zutaten, viele Vitamine, weil das Thema der Sendung ist ja erfrischend und fruchtig. Ja, das wissen die noch nicht. Aber ja, genau, ich stehe auch von frisch aus. Und fruchtig. Frisch und fruchtig, und deswegen habe ich wirklich frische und fruchtige Zutaten. Man sieht das hier, das sieht aus wie auf einem kleinen Marktstand hier bei mir. Ja. Und ich werde daraus einen wunderschönen sommerlichen, wir sind jetzt wirklich im Sommer angekommen, und werde einen schönen sommerlichen Salat machen. Das heißt, du kannst mal kurz vorlesen, was steht auf der Karte? Da steht drauf, pass auf, Zucchini-Melonensalat mit Erdbeeren. Das, ich habe dazu geschrieben, zweifarbiger Zucchini-Melonensalat. Ach so, ja, hast du übersprungen. Es ist aber trotzdem, ich sag mal, der Lichter hat neulich irgendwie Lachs auf Toast gemacht. Das war jetzt ähnlich spektakulär. Stimmt, aber am Schluss war es gut, oder? Ja, es war gut. Da werde ich dich heute eines Besseren belehren. Das ist, nein, das wird schon ein bisschen spektakulär. Aber es ist, ich sag mal, wir wollen ja auch Dinge machen, die zu Hause einfach ganz normal nachvollziehbar sind. Ne? Und mit Zutaten, die jeder kaufen kann. Mhm. Jawohl. Und deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze, wie gesagt, also mit Zucchini habe ich hier zweifarbige Zucchini. Zweifarbig, genau. Was ist denn der Unterschied? Abgesehen jetzt von den Wirkstoffen, über die uns Alfons gleich referieren wird. Richtig, genau. Also die hier, das ist witzig hier, die gehören alle zur selben Familie. Also das ist die Melone, das sind die zwei Kürbisse. Es ist alles Kürbis. Gehören alle zu den Kürbissen. Aha. Richtig, genau. So, also die Melone ist eigentlich ein Kürbis. Richtig, kommt auch aus der Kürbisfamilie. Und eine Erdbeere, wer es neulich gesehen hat, das will ich wissen, ist eigentlich eine Nuss. Eine Nuss, genau, das hätte ich auch gewusst. Ja. Interessant. Ja, okay. Stimmt. Also, und hier ist eigentlich was ist denn die Avocado eigentlich, Alfons? Frucht. Eine Frucht. Die Avocado ist eine Frucht. Ja, eine Frucht. Aber eins habe ich noch. Scheinhohn. Krebszellen mögen keine Erdbeeren, weil die Erdbeere einen Stoff hat, das ist die Ellagsäure. Die ist bei der Erdbeere in der Frucht drin, und bei der Himbeere ist die Ellagsäure im Korn drin. Also nur zur Info, damit du ewig gesund bleibst, gib viele Erdbeeren rein. Das sieht alles wunderbar aus. In der Mütze ist die auch schon drin, doch. Die Ellagsäure. Also Erdbeeren werde ich in dem Fall nur ganz wenig dazugeben, die kommen am Schluss oben drauf. Ich werde dann so ein kleines Röschen basteln aus diesen gelben marinierten Zucchini. Und auch das Dressing, was ich mache, das können wir gleich mal zusammen machen. Das wird super einfach. Das ist nämlich nur sommerlich leicht. Ja. Also wunderbaren. Was haben wir hier? Joghurt, ganz Joghurt. Tollen, Joghurt, und zwar einen mageren Joghurt habe ich hier, also mit 1,5 Umdrehungen. Ja. Ne? Da sind wir also auch alle dabei. Ja. Und dann machen wir hier eine meiner Lieblingsfrüchte dazu, nämlich die Limette. Also kein Essig, sondern nur Limettensaft. Ja. Und es ist halt eine ganz tolle, erfrischende Nummer. Also Limette ist für mich immer so ein Grenzgang. Ne? Also wenn du einen Hauch zu viel erwischt, dann wird es unangenehm. Ja. Ne? Ein Grenzgang. Ja, also das tunen natürlich ein bisschen hier. Also ich sage jetzt mal, also ich sage, mit Limetten, mit Chili und mit allem anderen musst du würzen wie mit Salz und mit Pfeffer. Das heißt, gib erstmal ein bisschen was dazu, und dann rühr das Ganze an, mach es richtig lecker. Ich gebe natürlich ein bisschen tolles Olivenöl dazu auch. Das geht auch gut zusammen, ja? Unbedingt. Die Limette mit dem Olivenöl. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch fettlösliche Vitamine, damit die wirklich vom Körper aufgenommen werden können. Also ein bisschen Vitamin A und solche Dinge, oder was ist davon? Richtig, genau. Ja. Damit du das hier alles absorbieren kannst, was uns Alfons gleich erzählen wird, was alles Tolles drin ist. Ja. Dann geben wir dazu ein Fleur de Sel, also wirklich ganz einfach. Die Blume des Salzes. Genau. Mhm. Und einen schwarzen Pfeffer habe ich hier direkt frisch dazugeben. Und dann haben wir das Dressing eigentlich schon fertig. Und was ich hier schon vorbereitet habe, ist einmal die grüne Zucchini in Würfel geschnitten.
das Ganze hier dazugegeben mit der... Oh, mit der, hier, sag schon, mit der Cavaillon-Melone, ist eine Cavaillon-Melone, eine die wunderschöne. Aus Cavaillon hier. Kommt? Aus dem Cavaillon, genau. Südfrankreich, oder wo ist das? In Südfrankreich, richtig. Ja, du kennst dich aus, ne? Ja, ich hab's nachgelesen. Auch sehr, sehr schön, erfrischend. Ich hab eine gute Redaktion. Der Mann ist vorbereitet. Ja. Hier. Also alles dazugeben und dann mit diesem Dressing anmachen. Und das lassen wir jetzt erstmal so, gib mir 10 Minuten, lass mal das ein bisschen sitzen, damit sich das richtig vollsaugt mit diesem ganzen, toll, mit dieser Marinade. Ja. Ne? Also, ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob das sehr viel spektakulärer ist als Lachs auf Toast, aber wir schauen. Mal, es wird, es wird. Schön, dass du da bist. Gib mir jetzt 10 Minuten. Vielen, vielen Dank. Alles schon mal, ist schon mal schön gewürfelt. So. Alfons. Jetzt also der Moment, an dem wir mal ganz kurz besprechen, was du heute kochst. Ich freue mich ja ehrlich gesagt, dass nur ein Begriff hier auf dem Rezept ist durchgestrichen. Er ist einer derjenigen, die es fertigbringen, auch 5 Minuten vor der Sendung noch mal alles zu streichen. Also wenn das schon mal teilrichtig ist, freuen wir uns immer schon. Heute ist es marinierter Lachs mit gebratenen Avocados und, so der Ingwer ist jetzt weg. Ja, der Ingwer bleibt. Das ist eine Buttermilch, Schaum, Ingwer, Limettenschaum. Mit ein bisschen Limette drin, damit wir ein bisschen Säure haben. Also Buttermilch. Ja. Siehst du, die haben wirklich eine Ordnung. Ja. So. Also. Also die Avocado schält man, kehren raus und dann wäre es wichtig, wenn man es länger aufhält. Die wird ja schnell braun dann, gell? Genau, gibt man ein bisschen Zitrone drauf, dann oxidiert es nicht gleich. Und wenn man jetzt sagt, gebraten, dann würde die jetzt natürlich nicht so schön ausschauen. Jetzt nehme ich hier ein bisschen Midipa. Midipa? Ja, das sind Semibresel auf Bayerisch. Semibresel? Midipa nennst du das? Das sagen die Südtiroler, sagen wir mal gerne. Nein, das sind Bresel. Bresel. Nein, das sind Semmeln, oder in dem Fall wie Weißbrot nehmen, das ist getrocknet, auf Rinde weggeschnitten und dann in einem Mixer so also klein gerieben, hat er gehabt. Richtig. Und jetzt lege ich die da nur rein, gebe jetzt auch keine Gewürze drauf, ich gebe nachher drauf ein bisschen Chilisalz und ein bisschen Muskatnuss. Und dann gehe ich mit der Reibe drüber und gebe dir nachher noch ganz bisschen Zimt, weil der Zimt ist ein hoher Blutfettsenker und ein hoher Blutfettsenker und Blutzuckersenker, hoher Bakterien. Und das macht sich. Schau, wann essen die Leute bei uns Zimt? An Weihnachten. Warum? Richtig. Weil sie das schlimmste Kohlenhydrat gepaart essen: Zucker, Fett und Mehl. Dann muss Zimt her, damit das Blutfett wieder runtergeht, der Blutzucker. Und warum nicht unterm Jahr und warum nicht einmal von Blumenkohl? Bei dieser fettigen Avocado passt das ja auch. Ja, aber gut, das ist positives Fett. Mhm. Das ist der Körper, ohne Fett kann nicht existieren. Die meisten Leute machen den Fehler, dass sie sagen, sie dürfen kein Fett essen. Sie müssen das richtige Fett essen. Diese Transfette, das ist das Gefährliche vom Körper. Weil da beginnt alles zu oxidieren und die Zellwände werden immer kleiner. Und dann brauchst du nicht wundern, wenn du einen Schlagerl kriegst. Ja? Apropos Fett, du bist gut in Form, ne? Oder? Nee, ich meine jetzt. Also. Doch aufgefallen. Ne? Ja, sieht gut aus. Boah. Lang her, er kämpft. Wie viel hast du abgenommen? Oh, da habe ich nichts abgenommen. Oh. Hier, willst du mal anfassen? Aber Cornelia? Ja, ich fass gerne. Wenn du mal den Unterschied zwischen einem Mann und einer Mandarine erfüllen willst, dann fühlst du ihn mal und dann mich. So, Mandarine. Bei ihm ist mir wie eine Maus auf Faust. Ja. Nicht schlecht, ne? Machst du immer noch dein Sportprogramm? Ein Uhr nachts fahre ich jeden Tag 35 Kilometer zum Trainieren. Jede Nacht? Jede Nacht. 35 Kilometer hin, halbe Stunde trainiere, 35 Kilometer zurück, fahre ich nach Kilching zu meinem Spezi. Und das tut mir gut. Das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Dabei habe ich 30 Kilo verloren. Ich trinke jeden Tag mein Glas Alweide, ich trinke jeden Tag mein Bier. Und das, was die Leute nie kapieren, ist, es gibt keine Diät, außerdem man ist krank. Ja? Ja. Die funktioniert. Kapiert? Ja. Ja, das war. So. Es gibt nur. Wir hatten gerade noch überlegt, wie du bei deinem. Nein, das ist ja schon wirklich bewundernswert. Ja, das ist ein Pensum. Wir haben nur gerade überlegt, auf dem Hinfahrt, auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg du das Bier trinkst. Da. Im Auto. Im Auto sitzt drin, schaust beim Fenster raus. Was willst du sonst machen? Ja, hörst ein bisschen gute Musik du, oder telefonierst. Aber morgens um 3. Wichtig ist, dass man auf nichts verzichtet. Ja. Das Glaserl Bier, das Glaserl Wein, der Verzicht macht dich verrückt. Verstehst? Ja, und deswegen, wem seine Diät hat doch schon genützt, die 14 Tage veränderten Rhythmus ins Leben bringt. Wobei, wichtig ist doch, dass du dich freust auf was. Aber du musst nicht 6 Scheinbrot in der Früh essen. Ess doch eine. Das geht wobei, doch auch. Wobei, ja, hast du recht. Wobei,
Wobei ich sagen muss, dass mich der Verzicht auf Sport jetzt noch nie verrückt gemacht hat. Das war bis jetzt alles ganz angenehm. Das passt. Ja, du bist halt, du bist ein Gebirger, du bist ja drauf, was ich esse und so weiter. Du warst ja noch nie, du bist ja nie aus dem Leim gegangen. So, nein, so richtig nicht. Du bist ja nur ein junger Hupfer im Gegensatz. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Ich 40, du 60. Ja, und, so ist es. Ne? Und man sieht kaum einen Unterschied. Ja, das ist wahr. Also. So. Kolja, wir kommen gleich zu dir. Ich würde gerne einmal Ihre Aufmerksamkeit richten auf diese, was soll das sein, Alexander, Bonbons oder was? Ich würde ihn zunächst mal gerne begrüßen, Alexander Herrmann. Schön, dass du da bist, Alexander. Pass auf, du machst uns heute also, jetzt pass auf. Kleine Mandelstrudel mit Erdbeer, Limonen, Kompott und Erdbeer Caipirinha Shooter. Ja, geeistert. Ah, geeist auch noch. Ja, ein Wahnsinn. Ein ganz cooler Hund. Also ich habe mir... So. Genau, was ist das? Da habe ich Mandeln, so Mandelgrieß nennt sich das. Grieß? Ja, so gehackte Mandeln, besser gesagt, Entschuldigung. Da habe ich in Butter ein bisschen angeschwitzt, dass die braun werden. Mhm. Milch drauf und dann habe ich Polenta hinzugegeben. Polenta? Ja, Polenta. Wie du das aussprichst? Ja, ich muss mich konzentrieren, so sage ich Polenta. Polenta. Ja. Polenta, das ist ein italienischer Maisgrieß. Ja. Und damit habe ich das leicht eingedickt und dann kommt noch etwas. Bitte, ja. Kann man das so essen? Ja, das ist ein Traum. Na. Das geht. Nein, ist toll. Ist auch nicht so süß, gell? Nein, soll es auch nicht sein. Nee. Wo kommt die Süße dann mal so her irgendwann? Also ich habe noch Nougat drin. Ist ein Dessert, ne? Ja, genau. Cool. Ja, also dieser Maisgrieß, das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Der schmeckt natürlich schon mit einer kleinen würzigen Note durch den Mais. Aber wenn du einen normalen Grieß nimmst, geht das auch. Der entwickelt sich so im Laufe der Zeit. Ja, ich möchte auch, dass das muss ja ein bisschen anders sein. Wenn du da mit Limone und den Erdbeeren nachher arbeitest, was ist denn jetzt los? Gut. Also, war heiß. Das ist zu viel. Schön. So, und jetzt ist natürlich der Punkt, dass ich mir gedacht habe, ich mache vielleicht so kleine Strudelsäckchen. Mhm. Ja? Die fallen aber gerade so auseinander. Also der, schau her, der macht so gerade die Grätsche. Also habe ich mir gedacht, da machst du halt so kleine Strudelbonbons. Ja. Das ist quasi die Spontanität dann in dem Fall. Passiert euch sowas manchmal? Nein. Und jetzt? Jetzt hast du da draußen diesen Restaurant-Tester sitzen. Ja. Und auf deiner Karte hat er jetzt gelesen Mandelstrudel. Ja. Und dann kriegt er jetzt aber diese Mandelbonbons. Naja, ist ja auch. Kannst du nicht rausgehen und sagen, hören Sie zu, das war nicht so gemeint. Naja, der Strudel heißt ja im Grunde nur, dass es Strudelteig ist. Wenn ich jetzt schreiben würde, ein Strudelsäckchen und ich serviere in ein Bonbon, dann sagt der Herrmann, Sie haben nicht das Versprechen auf der Karte gehalten. Ja. Dieser Bonbon passt natürlich in den Akkorden lang nicht zur Textur. Wäre das natürlich das Säckchen und oben knuspriger, dann würde das natürlich mit der Füllung ganz anders harmonieren. Mm. Ich bin leicht verwirrt. Was meinen Sie dazu? Mm. Das ist ein Scheiß. Dann ist der Stern weg. Großartig. Alexander, schön, dass du da bist. Ich weiß, Kolja, du kommst Kleber. Gleich. Nein, ich komme jetzt. Kolja, pass auf, gewöhnungsbedürftig, oder? Ja, aber es hat... Haben schon viele, viele hundert Leute bei uns gegessen. Ja, ich sehe Hummer, ich sehe Erdbeeren. Ja. Mhm. Und frage mich jetzt gerade, wie das alles zusammengeht. Das Thema war frisch und fruchtig. Ja. Und wir haben einen Klassiker tatsächlich, ein Gericht, was wir seit langer Zeit auf der Karte haben, was auch gar nicht mal von mir ist, sondern vom Josef Viehhauser, der bei uns, wir haben am 7. Februar 97 in Berlin eröffnet. Und ganz am Anfang war der Josef Viehhauser, so gastronomische Hebamme sozusagen. Mhm. Das ist ein Gericht von ihm, gerösteter Hummer. Wobei er den Hummer gekocht hat, mit Melone und Erdbeere. Mhm. Hört sich natürlich erst einmal, aber hört sich irgendwie erstmal ein bisschen komisch an. Ja, finde ich auch. Zum einen ist natürlich wichtig, welche Melone man nimmt. Also hier habe ich eine Charentais-Melone, die gleiche Melone, die auch der Studi hat. Die er so wunderbar gewürfelt hat. Und richtig. Ich habe sie nicht gewürfelt, sondern, Moment, ich hole das mal gerade, steht hier schon wieder kalt. Geht ruckzuck, kann man auch schön zu Hause machen. Ich habe aufgekocht ein bisschen braunen Zucker mit weißem Portwein und mit einer Beerenauslese, also mit einem süßen Wein. Ja. Und
aufgekocht, einmal damit der Alkohol rausgeht. Ach, du warst das vorhin. Hier genau. Kam vorhin eine Schwade rüber, ja, eine das Wolke. War, das war nicht der Horst, der da war ich ist. Ein bisschen drauf wie die Schweine von Cornelia. Und die Melonen, die habe ich hier so mit dem Löffel aus der Schale quasi rausgestochen, in so Nocken. Mhm. Bisschen vom Melonensaft ist natürlich jetzt auch mit dabei. Und in dieser Marinade ziehen die durch. Mhm. Ja. Die ziehen durch, die das ziehen kann man durch, so sagen. Ja. Die ziehen jetzt mal die, hier durch. Erdbeeren, das gibt keine süße Soße, sondern die werden gemixt mit Erdbeeressig, mit braunem Zucker und Olivenöl. Fein. Und diese beiden fruchtigen Aromen, fruchtig, aber nicht süß, passen zum gerösteten Hummer sehr schön, weil der geröstete Hummer eben, wenn der in Olivenöl und Butter angebraten wird, eben so ein nussiges Aroma gibt. Also stell dir quasi vor, nussig mit fruchtig süß. Und gerade im Sommer ist natürlich die kalte Erdbeersoße mit den kalten Melonenstückchen ist einfach grandios. Also ihr lasst euch mit anderen Worten wirklich jeden Quatsch einfallen, um so ein Motto dann auch mal mit Leben zu füllen. Na, ne? Wie gesagt, das wissen wir nicht, was wir toll. Im Sommer durchaus auf der Karte haben. Ist toll, glaube ich dir. Also, das verspricht schon mal eine Menge hier. Aber ganz, ganz wichtig, aufkochen, sonst bleibt der Geschmack so alkoholisch. Und dann sofort rein? Sofort rein in den Kühlschrank, kann über Nacht durch, na, über Nacht vielleicht nicht, dann werden die Melonen so weich. Aber 1-2 Stunden im Kühlschrank lassen oder im Tiefkühler lassen, passt natürlich auch super einfach zu Eis. Anstatt Hummer, Gambas oder auch ein gegrillter Schwertfisch oder Thunfisch. Mit Hummer haben ja viele Menschen Probleme, ich ehrlich gesagt auch. Also die Vorstellung, wie diese Tiere zu Tode kommen, gefällt mir nicht, sage ich ganz offen. Naja, man kann sich jetzt das richtig leicht machen und 10 Hummer in lauwarmes Wasser werfen und dann erst die Platte hochschalten und das dauert dann eine halbe Stunde. Nee, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Gibt es auch strenge Vorschriften, ne? Ja, natürlich, die einzuhalten natürlich, sind. Also das Wasser muss wirklich kochen. Es muss richtig kochen. Dann gibt man den Hummer am besten mit dem Kopf. Ja, das ist mit jetzt dem quasi Kopf vorweg. Eine Mordsanleitung hier, ne? Ja, ja. Dann gibt man den Hummer mit dem Kopf vorneweg rein. Und die Hitze des Wassers, die sorgt eben dann dafür, dass das Eiweiß im Kopf direkt rinnt und dass der Hummer tot ist. Kolja Kleeberg, meine Damen und Herren. So, Cornelia. Ja? Du hast gerade ganz konzentriert zugehört, wie ich gemerkt habe. Und wir würden jetzt gerne von dir wissen, wie geht es diesem Havelländer Apfelschwein. Auch dieses Apfelschwein hat nicht mehr mit mir gesprochen. Es hat nicht zu dir gesprochen? Es lallte eher ein bisschen. Aber es macht einen sehr glücklichen Eindruck. Ja. Und dann sage ich, ich freue mich, dass ich hier in der Sendung sein darf. Du auch. Was ist denn hier drin, sag mal? Nehme es lieber nicht. Also, es ist Essig. Es ist Apfelessig. Ja, wow. Ja. Gut. Dachte also, schon Cognac oder sowas. Ich habe mein kleines Schweinchen, das ist ja ein Stück vom Rücken. Rücken, ne? Ja. Also man kann natürlich auch ein Stück aus der Keule nehmen, also völlig egal. Toll ist einfach diese wunderbare Kruste. Und ich habe das jetzt da im Ofen, habe das noch mal. Können wir mal ganz kurz zeigen, darf ja, ich das klar. mal aufmachen? Ja. So, wir filmen hier einmal kurz rein. So. Das hier ist das Stückchen vom Rücken. Ja. Und dieses hier ist ein Stückchen Speck oder Schweinebauch eigentlich. Mhm. Den habe ich mit ein bisschen Apfelessig und ein paar Gewürzen im Vakuum gegart. Mhm. Den habe ich jetzt hier warm gemacht und gleich mache ich noch mal ein bisschen Oberhitze und brate den auch noch mal ein bisschen nach. Mhm. Und habe zwischendurch hier mit ein bisschen Apfelblütenhonig. Und kann man zu Hause auch Vakuum braten? Ja, oder du kannst, ja. Ist das also, Profis sozusagen vorbehalten? Ja, es ist natürlich wichtig, dass die Temperatur relativ konstant ist. Aber wenn man es gibt, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber es gibt so Vakuumierbeutel, also in denen das man das jetzt machen kann okay. und auch zu Hause machen kann. Da man sowieso auf niedrigen Temperaturen gart, ist das also überhaupt gar kein Problem. Und das lasse ich jetzt einfach so ziehen, denn dann ist das ist schon fertig. Und dann geht nur noch mal kurz vorher ein bisschen Oberhitze drauf, dass es so schön kross bleibt. So, und dann hatten wir Pancetta. Genau. In Verbindung mit Kartoffeln. Genau. So, und das ist spektakulär. Würde mich mal interessieren, ob einer von euch sowas schon mal gesehen hat. Alfons, ich Andreas. Ich brate übrigens jetzt die Avocados an. Du brätst jetzt die Avocados an? Ja. Du bist jetzt aber gar nicht dran. Ich weiß es, aber er hat sie mir jetzt gesagt, sag mir, wenn du die Avocado anbrätst. Wir verfolgen jetzt das. Und jetzt interessiert es auch Nein, keinen. Doch, mich interessiert das sehr, Alfons. Und ich hab dich auch lieb, Alfons. Der kommt ja sonst noch. Auch nicht zu Wort hier. So, jetzt pass auf. Alfons brät die Avocados an. Alfons brät die Avocados an. Und ich nehme gerade die Erbsen aus dem Wasser. Du nimmst die Erbsen aus dem Wasser, auch das spektakulär. Ja. Aber die Kartoffeln interessieren uns, Cornelia. Grün ein bisschen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Cornelia, sag mal, was du da machst. Also diese Pancetta-Kartoffeln, das hier sind halbiert zunächst kleine, mal. Junge Kartoffeln, möglichst dünne Haut. Ja. Ja, und guten Geschmack, das ist wichtig. Cool, hör mal zu. Dann werden die gekocht mit ein bisschen Kümmel. Und jetzt werden die ausgehöhlt, die gekochten Kartoffeln. Ja. Und diese
restliche Kartoffelmasse aufgefangen. Und dann werde ich jetzt gleich ein bisschen von diesen Schalotten fein würfeln und diesen schönen Pancetta, diesen luftgetrockneten italienischen Speck eigentlich. Ja, Speck. Und klein würfeln und dann wieder vermischen mit dieser Kartoffelmasse. Die Kartoffeln wieder zusammensetzen. Panieren wie eine kleine Krokette und ausbacken. Panieren mit dem so Semmelbrösel? Ja, ganz wie ein Schnitzel. Okay. Mehl, Eier und Brösel. Zeigst du uns das gleich mal, wie du das, hier machst? Ich sag dir dann Bescheid. Du kannst erst mal kurz Bescheid. Alfons gucken mit den Avocado. Nee, weißt du was? Alfons lässt seine Avocado braten und ich würde ihn gerne mal an dieser Stelle Philipp Jorgel vorstellen. Der, glaube ich, der jüngste Küchenschlachtgewinner aller Zeiten ist. Philipp, schön, dass du da bist. Da? Hallo. Darf ich zu dir kommen, Moment? Ja. Deine Mama, ne? Frau Jorgel? Ja. Schön, dass Sie da sind. Philipp, du bist 13? Ja, ich bin 13, ja. Und hast den Küchenschlacht gewonnen? Ja. Jetzt frage ich mich, wie geht das zusammen? Wie kommt ein 13-Jähriger dazu, zu kochen, A, und B, so gut zu kochen? Wo hast du das gelernt? Meine Eltern kochen gern und das meiste habe ich von meinem Papa, weil der sehr viel kocht. Okay. Und das Sprachliche hast du dir von Alexander Herrmann abgeguckt? Ja. Oder abgehört? Ja? Kommst du auch aus dem Fränkischen? Nee, ich komme aus der Pfalz. Aus der Pfalz. Kurt Beckland. So, macht dir das Spaß, richtig zu kochen? Ja, sehr sogar. Ja. Wann hast du damit angefangen? Also richtig ganz viel zu kochen vor 3 Jahren. Was war der Anlass? Dein Papa, sagst du, der hat dir das vorgemacht? Ja. Ja gut, kleine Jungs machen ihrem Papa gerne mal alles nach, auch jeden Blödsinn, aber kochen? Dann hat es mir einfach, ich habe bei ihm abgeguckt und irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann hat es mir richtig viel Spaß gemacht und dann habe ich gekocht eben. Und du hast diese Woche ja super gekocht? Ja. Woraufhin Horst einen schönen Spitznamen für dich kreiert hat, Horst Lichter. Wie lautet der? JJ. Johann Lafer Junior. Sehr gut. Erzähl mal, was isst du denn am liebsten persönlich? Also ich esse gerne Schnitzel. Oh, dann doch. Ja. Mit Fritten auch oder? Lieber mit Kartoffeln, also Röstkartoffeln. Ja. Ja. Und was kochst du am liebsten? Auch Schnitzel. Okay, ja, das ist mein Gefühl. Sehr gut. Hast du dir von Lafer mal erzählen lassen, wie man so einen Schnitzel richtig macht? Ja. Der hat da ja so einen Trick, gell? Ja, der macht ins Ei Sahne rein. Richtig. Und dadurch passiert was? Dann wälzt sich die Panade schön. Oh, guck mal, der kennt sich aus. Das ist nämlich, genau. Sehr gut. Philipp. Wir servieren dir gleich alle 5 Gänge. Darfst mal probieren. Hast du einen von denen besonders gern, weil er besonders gut kocht, deiner Meinung nach? Ich hab's alle gut gern. Du musst jetzt Schubeck sagen. Okay. Ja? Also, bis gleich. Ja? So, also. Philipp, und es geht schon direkt los, ne? Genau. Mit dem ersten Gang. Komm, bitte schön. Servieren wir mal gemeinsam. Fliege, ne? Ja? Komm. Genau. Komm mal her. Jetzt pass auf. Andreas, was ist das nochmal, was wir hier sehen? Also ich habe ja gesagt, erfrischend fruchtig soll es sein. So wird es hoffentlich auch für den Philipp. Ja. Für den jungen Meisterkoch. So, bitte schön. Das ist wie ein Flieger jetzt, ne? Du hast jetzt 2 Stewardessen dessen hier. Ne? Nee, Co-Pilot ist auch mitgekommen. Mhm. Also es ist ein Salat. Kritischer Blick, hast du das gesehen? Ja, das ist richtig, das macht er sehr gut. Ne? Ich finde das genau richtig, Philipp. Gerade bei dem Essen würde ich genau hingucken. Genau. Und vielleicht ein kleiner Tipp von mir. Du solltest das von unten nach oben essen. Also nicht oben alles abessen und dann sagen, das schmeckt trocken. Weißt du, so... Das wäre meine Befürchtung. Im Grunde, Philipp, einfach so lichtermäßig. Einfach einmal richtig rein und dann alles auf einmal. Ja? Okay. Ja? Ne? Aber lass dich jetzt nicht voll quatschen, kost erst mal und sag mal, was du davon hältst. Würde mich mal interessieren. Magst du sowas überhaupt? Ja, also Melone esse ich auch sehr gern. Ja. Und Zucchini. Aha. Mhm. Schmeckt sehr gut. Ja. Frau Jorgen. Ihr Sohn, muss ich zugeben, ist mir ein bisschen unheimlich. Also in seinem Alter gerade geht man da gern zum Amerikaner und haut sich da voll. Und er sagt bei Melone und Zucchini in verschiedensten Farbrichtungen, schmeckt gut. Ja. Ja. Das Süße auch und
Das Trockene passt gut zusammen. Ja, ja, sehr gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, lass dir schmecken. Lass dir schmecken. Ja. Entschuldigung. Ja, der hat's raus, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Also Philipp hat sein Urteil schon abgegeben. Alfons, Kolja, Cornelia. Genau, mein Lieben, kommt her. Und Alexander, bitte. Ich habe übrigens einen Tipp. Ich glaube, er ist heimlicher Fan vom Tim Mälzer, weil er hat dieselben Pullis an. Das ist wahr. Ja. Aber das ist wahr. Aber er spricht so wie du. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen was. Ja. Echt? Ja, er spricht ein bisschen wie du und trägt die alten Pullis vom Mälzer auf. Das macht mir auch Sorgen. Also, ja. Gut. Ja, ja. So, ich danke dir. Kannst du gleich hier. So, also, JJ fand's super. Der junge Johann Lafer. Ja. Man war schon ein bisschen auf dem heißen Stuhl da vorne, muss ich echt sagen. Mhm. Als ich da eben so kauerte neben ihm. Ja, ne? Ein Kennerblick, ne? Also ich habe eben mit ihm gequatscht, also der hat mir ein paar Geschichten erzählt. Können wir mal den Blick von Herrn Herrmann groß einfangen, bitte? Brauchen wir halt auch. Es ist also, kein Käse, es ist kein Käse. Nein, wieder. Also ich, jetzt würde ich gern... Kannst du noch einmal so gucken, Alexander, also pass auf, jetzt würde ich gern so gucken, wie es eigentlich wahrscheinlich ist. Ja, und jetzt aber guckst du mal so, wie eben du eben geguckt so, hast. Moment. So, ja. Das sieht so gespielt aus. Das hatte so was leicht Gequältes. Naja, ich wollte nicht... Nein, komm, jetzt, sag mal. Ich hab's Philipp auch wie schmeckt's gesagt. Denn? Du musst es hier von unten nach oben essen. Kolja. Cornelia, komm mal bitte ran. Die Zucchini sind roh oder gebraten? Nee, die sind roh. Hm. Roh, kleine Brunoise und dann... Mhm. Danke. Kolja? Jawohl. Peter Niklaus? Weil das ist jetzt der zweite Mal. Ich bin nicht mit Honig, mit Gerhard. Gerhard Niklaus. Mein Lieber. Merci. Sieht also, auf jeden Fall sehr frisch aus. Die, ja, finde ich auch. Mhm. Ja, frisch und fruchtig. Die Zucchini und die Melone ist fein. Ach so, das schon mal. Hab ich ganz ist gut. Vergessen. Erdbeeren ein bisschen aufgeweckt, ganz wenig Olivenöl, schwarzen Pfeffer. Die Erdbeeren ein bisschen aufgeweckt. Ja, so ein bisschen. Das ist auch so ein Satz vom Restaurant-Tester, ne? Aufgeweckte Erdbeeren. Ist ja auch schon spät. Nein, das, naja, da, nee, ich lasse es. Sag's nicht. Nein, sag mal, komm, Alexander, lass es raus. War noch mal einer da? Und da gab es Kabeljau. Und Kabeljau ist relativ schwierig zu braten. Ein Tick zu viel Hitze. Ja. Und der wird eben trocken, ein bisschen zu wenig und er zerfällt. Du musst ihn genau auf den Punkt braten, dass er zusammenhält und alles. Und der war also da und ich bin halt immer so rausgegangen. Zwischendrin haben wir gedacht, schaust du mal nach, ob er noch lebt. Und dann sagt er, Herrmann, Sie müssen ein brillanter Koch sein. Den Kabeljau, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Kabeljau gegessen habe, so wie der zerfällt, aber gleichzeitig, jetzt kommt's, so perfekt koloriert ist. Also nicht gebraten. Ja. Koloriert. Und Ehrenwort, ich ging zurück und habe zu Hause zu meinen Köchen gesagt, koloriert, das schönes Wort für anbraten, das muss ich dem Schubeck das nächste Mal beim Lanz antun. Aber ich habe es mir nicht getraut, weil den Blick dann vom bayerischen, achso, schmeckt sehr gut. Schmeckt gut? Zurück zum Thema. Kolja. Ja, wie findest du es? Lecker, sommerlich, frisch, fruchtig. Cornelia? Die Zucchini ist ein bisschen seltsam, ne? Die ist ein bisschen... Welche, die grüne oder die gelbe? Ja, die gelbe. Die gelbe, gelbe, aber nicht jetzt. Die müffelt so ein bisschen. Ne? Ja, die ist so ein bisschen muffig. So ja. Als wäre sie im Keller vergraben. Wenn man die vergraben hätte oder so, wäre das doch ganz gut gewesen. Ja, aber sie war so aufgeschnitten. Ich finde die auch roh. Halt. Ja, ja. So. Kann man auch. Cornelia? Ich finde es gut. Ich hätte an die Zucchini noch ein bisschen Salz gemacht. Das ist noch ein bisschen mehr. Mhm. An die hier? Ein bisschen mehr Bums hat. Ich dachte, die wären schon fast versalzen. Salz finde ich. Ne? Alfons? Mir war es gerade so. Hast du probiert? Ja, ganz am Anfang schon. Und? Sehr begeistert. Also ich finde den Gemüsesalat, den finde ich gut. Findest du gut? Die Erdbeere brauche ich nicht. Und diesen kleinen Salat, den hätte ich vielleicht ein bisschen untergehoben. Oder Minze hätte ich da reingegeben. Mhm. Weil die Zucchini natürlich ein Gemüse ist, das sich extrem wehren muss gegen andere, weil das nicht so viel Persönlichkeit hat. Mhm. Aber die Minze würde jetzt dem Zucchini wieder richtig Speed geben. Mhm. Also vielleicht, aber das Kerbel ist, habe ich drin, ne? Kerbel ist, also nennt man auch französische Kerbel, Petersilie. Was hast du denn da alles drin, sag mal? Kerbel, Schnittlauch, Petersilie, alles fein gehackt, bisschen Zitronensaft, ein gekochtes Ei, das ist für die Textur auch dazugegeben, fein gewürfelt. Alles mit dem Joghurt, Limettensaft, wie ich es gezeigt habe, Schuss Olivenöl dazu. Wenn du das jetzt pikanter abschmecken würdest, ist das ein richtiger, witziger Cocktail auch gut, ne? Im Ding. Aber ich hätte ein bisschen Minze rein, da. Weil gerade am Anfang, wenn die Leute einen Mundgeruch haben, ist es ein wunderbares Gericht. Hab ich gerade nicht, hoffe ich. Hast du probiert? Nein. Dann muss ich mal das Ding, also mit allem zusammen. Mit allem zusammen. Aber das ist schon, hat schon was. Das hat sagen. Was, gell? Also, nein, mir hat's, also ich habe zuerst nur den Salat probiert. Hat schon was. Dankeschön. Was meckern ist das eine. Erst besser machen, dann immer wieder weiter. Also ich mag das auch mit der Erdbeere. Ja? Genau. Fein. Fruchtig. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich Ahnung. Mir schmeckt es auf jeden Fall.
Also, Andreas Studer, meine Philipp Damen und Herren. Da? Danke, ja. Ja. Philipp, glaube ich, geht's auch gut, oder? So. Ich habe einen Daumen gesehen von Philipp. Philipp, ja, ja, unbedingt. So. Du bist auch soweit, Alfons, ne? Ich habe mir gedacht, wenn, dann zieh ich gleich noch. Wenn, dann ziehst du direkt durch. Guck mal, Philipp freut sich schon auf dein Essen. Ist auch dein größter Fan? Ja, Gott sei Dank. Ja, ich habe ihn gezwungen, deinen Namen zu nehmen. Schau her, ich wollte vielleicht vorher noch was sagen, weil der Lachs ist ja gebeizt. Ja. Und den habe ich dann noch bei 50 Grad in den Ofen eingegeben, für so 20 Minuten. Und 50 Grad? Ja, ja. Nicht mehr? Nein, nur lauwarm. Lauwarm. Das ist lauwarm. Oh ja. Ja. Und den habe ich gebeizt, natürlich nicht jetzt, sondern das kann man, muss man 24 Stunden liegen lassen. In ein bisschen Fenchel, das sind Pfeffer, das sind Senfkörner, dann Koriander, dann Wacholder, dann habe ich getrockneten Ingwer dazugegeben, ein bisschen Zitronenschale, Orangenschale und Dill. Man kann ein bisschen Petersilie drunter geben. Und dann gibt es das Verhältnis, weißt du ja genauso, das Verhältnis Salz und Zucker gibst du 60 Salz meistens und 40 Zucker. Und man kann es auch 50-50 machen, aber dann wird er ein bisschen süßlich. Gell? Also ein bisschen Skandinavier, die essen es gern sehr süß. Und was Skandinavier, ganz gut ist, Die mixen anders, ja? Und was ganz gut ist, wenn du getrocknete Chilischoten, weil die sind leicht karamellig, durchs Trocknen werden die Inhaltsstoffe wesentlich mehr. Das ist beim Ingwer auch so. Der Ingwer hat zum Beispiel im frischen Zustand 60 chemische Verbindungen und im getrockneten hat er 110. Also er ist getrocknet wesentlich wertvoller, das wissen nur die wenigsten. Mhm. Und wenn du Chili jetzt da oben drauf streuen würdest und ihn über Nacht liegen lassen würdest, dann konserviert das auch. Und das hat man ja früher gemacht. Fleisch, Fisch eingepackt, genau. In auch der Rosmarin hat seinen Stoff, das ist die Carnosolsäure zum Beispiel. Ja. So, und jetzt wollen wir uns nicht den Mund fusselig reden, wir wollen jetzt mal uns den Mund wässrig machen und auch mal probieren und hören uns noch mal kurz an, was das ist. Alfons, du hast es wieder verändert auf den letzten Metern, du weißt ja. Also ich halte es für marinierten Lachs mit gebratenen Avocados und Ingwer-Limettenschaum. Ja, Ingwer, Butter, Milch, Limettenschaum. So, pass auf, Alfons. Dann gehen wir doch mal zu Philipp. Ja. Und schauen mal, was er davon hält. Ihr probiert schon mal bitte, Cornelia. Alfons, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Na ja, der Wahrheit oder nicht. Er ist ein bisschen aufgeregt, der Herr Schubeck. Vergiss es, ich bin nicht aufgeregt. Ja. Also wenn ich jetzt aufgeregt bin, dann schieße ich mich. So. So. Da kriegst du eine Gabel und jetzt probierst du, ja? So. Hast du schon mal gebratene Avocado gegessen? Wie viele Kinder hast du? Nein, drei. Sprichst du auch so mit denen? Nein, genauso nett. Auch so nett. Ja. Du musst in der ersten Sekunde im Leben immer Respekt verschaffen. Ansonsten hast du nie einen. Philipp, wie schmeckt's? Aber es ist sehr scharf. Es ist sehr scharf? Ja, also es ist viel Würze dran. Ja, ich mag das. Und sage dir warum. Nein, das ist Chili. Weil, wenn du heute Chili isst, dann regst du den Stoffwechsel um 30% an. Das heißt, alles, was du das jetzt isst. Das könntest du machen, wird, Philipp. Du musst es aber nicht. Die Bioverfügbarkeit ist wesentlich höher und du nimmst diese Dinge, die Substanzen, die jetzt in den Darm reinkommen, wesentlich besser auf. Deswegen hat der Pfeffer einen Stoff, das heißt Piperin. Und damit nimmst du diese Dinge, wenn du den Pfeffer nicht heiß magst, nimmst du die Lebensmittel wesentlich besser auf. Ist aber tatsächlich interessant, dass Philipp Kind. Die reagieren da unheimlich schnell auf Schärfe. Ja. Und sagt dann natürlich, ist mir zu scharf. Unsere abgebrannte Zunge sagt natürlich, der Lachs hat ja nichts gemacht. Aber also. Es ist die Avocado natürlich. Ja. Da habe ich ein bisschen Zimt drauf gegeben, ein bisschen Muskatnuss noch. Und habe das ganz zum Schluss dieses Chili-Salz drauf gegeben. Und wenn der Chili warm wird, dann geht's los, dann kriegt er persönlich. Dann geht's los. Philipp, soll ich es mitnehmen oder willst du es noch aufessen? Ich esse es auch. Gut. Dann gut dabei. So, danke Philipp, gell. Kompliment. So, also. Andreas, habt ihr probiert? Probiert, ja. Ihr habt alle probiert, Kolja? Ja. Und? Also den Lachs mag ich sehr gern. Und in der Verbindung mit der Avocado finde ich das auch sehr, und sehr schön. Was ist mit der Schärfe, was wir eben gehört haben? Frage, ob man es braucht. Ich finde es auch ohne Schärfe super. Ich mag es ja gerne scharf. Geht auch schnell wieder weg. Also deswegen, mich stört es jetzt nicht. Ich finde es super. Eine Schärfe auch. Und diese gebratene Avocado ist wirklich witzig. Ja, aber... Ich sag das, ne? Wenn du die Avocado, ja, aber die musst du essen, wenn sie rauskommt aus der Pfanne. Dann hast du direkt außen diese Kruste, ja. Und innen das Weiche. Und dann kannst du mal mit Salz ein bisschen nachjustieren. Andreas, wie fandst du es? Wie fandst du? Ich fand's klasse. Wie fandst du's? Sehr gut. Ein bisschen Salz hätte ich noch einen Lachs gegeben. Also ja, gut, aber das muss ich sagen. Okay. Okay. Sonst, okay. Ja. Cornelia? Mir hat's auch sehr gut geschmeckt. Ja. Und ich fand auch ganz wichtig diese Säure von dem eingelegten Ingwer, weil denn das brauchte das ganze Gericht noch. Okay. Alexander?
auch ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen. Ja, ist gut. Nein, ja. Ist gut. Vor allem ist so Avocado mit so gerade so einem geräucherten Fisch, das geht wunderbar zusammen, allein durch die Tatsache, dass sie eine ähnliche Konsistenz haben. Und wenn du ähnliche Konsistenzen hast, dann kannst du das besser miteinander im Mund, wenn du es dann kaust, erleben. Das ist jetzt kein Schmäh, das ist wirklich so. Das leuchtet dir ein, das Mundgefühl, über das wir hier schon einige Male gesprochen haben. Also ich finde es... Alfons. Ich finde es persönlich großartig und ich finde, was wir noch nicht ausreichend und genügend gewürdigt haben, finde ich, ist diese Idee, so eine Avocado zu braten, zu panieren. Genau. Und wir haben sie auch ehrlich gesagt nicht richtig genießen können, weil wir zu lange gewartet haben, das Ding schon ein bisschen lätschert geworden ist. Aber Kompliment für diese tolle Idee. Dankeschön. Dank. Also. Ich geh mal hoch, ja? Ja. Wir verteilen mal ein bisschen Essen. Kolja, wie sieht es bei dir aus? Hummer mit Melone und Erdbeeren? Genau, ich richte an. Die Melonen müssen natürlich ein bisschen abgetropft werden. Mhm. Und wichtig ist vor allen Dingen auch, dass die Melonen richtig in großen Stücken, also nicht in diesen kleinen dekorativen Kügelchen, sondern in großen, saftigen Stücken angerichtet werden. Das finde ich ganz interessant, irgendwie das aus deinem Mund. Also vom Lichter hätte ich das so erwartet, mal so richtig große Stücke. Große Stücke jetzt nicht wegen der Menge, sondern weil sich die Saftigkeit der Melone dann erst so richtig entwickelt. Also wenn du so kleine Kügelchen hast, dann tust du dir drei Kügelchen in den Mund und ja, das ist es dann. Mhm. So, pass mal gerade auf den Hummer auf, bitte. Philipp? Ist er schon abgehauen? Nein, er ist noch da. Ja. Er kaut noch, du, auf deiner Avocado rum. Der arme. Der arme Junge. So. Ist, glaube ich, ein bisschen scharf. Erdbeersoße. Nicht süß. Mm. Gut. So. Cornelia, du könntest uns, glaube ich, mal, während Kolja anrichtet, einmal zeigen, wie du deine Pancetta-Kartoffeln machst. Genau, ich habe jetzt diesen Pancetta, den Speck, in Würfel geschnitten mit den Schalotten. Können wir das einmal ganz groß einfangen und zeigen, wie dieses hier funktioniert. Also Pancetta und Schalottenwürfel angeschwitzt. Ja. Kartoffeln ausgehöhlt, das ist das, was ausgehöhlt ist. Ja. Dann den Pancetta dazugegeben. Ja. Alles miteinander vermischt und mit ein bisschen Schnittlauch abgeschmeckt und wieder hineingefüllt. Okay. Ja. So, dann kommt nur noch der Schnittlauch und dann nimmst du einfach diese Füllung. Ja. Drückst sie ein bisschen da rein. Ja. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Ja. Und setzt sie wieder zusammen. So. Und das hält wieder dann? Zusammen, ja. Das hält. Ja. Und dann kannst du, siehst du schon, die halten so zusammen und dann brauchst du nur noch durch Mehl geschlagene Eier und Paniermehl zu ziehen. Und dann sehen die aus wie diese. Ja. Und dann kannst du die alles sieht schön aus. Ausbacken. Ja? So ein Frittiervorgang ist ja irgendwie ein sehr sinnlicher Vorgang, finde ich immer. Absolut. Ne? Absolut. Ja. Was ist das für ein Öl? Das ist jetzt ein ganz normales Pflanzenöl. Pflanzenöl, okay. Mhm. Aber geschmacksneutral. Mhm. Wie lange bleibt das drin? Du einfach bis die goldgelb sind und dann gebe ich die mit in den Ofen und dann halten die sich da warm. Und das ist dann auch nicht schlimm, ob ich die 10 Minuten früher oder später serviere. Und die sind dann knusprig? Ja, ja, die backe ich jetzt schön knusprig aus und hole sie dann raus. Sag mal, Alfons, versuchst du deine misslungene Avocado den Leuten anzudrehen oder was ist los? Ich hab's ja bei Opfer gefunden. Warte, nimm das. Nimm das und teils bitte, ja? Jetzt komm her da. Was macht denn jetzt? Kann einer. Ja, klar. Alfons, gehst du abwaschen oder was machst du? Na, ich versuche da Leute zu beeindrucken mit meinem Lachs. Ah ja. Ja. Das Publikum, die haben auch alle ihre eigenen Bestecke dabei, ne? Ja, ist das wahr? Ja, klar. Alle sind bestens ausgerüstet hier mit Gabel und Messer, ne? Das ist verrückt. Wer von Ihnen hat denn Gabel und Messer dabei? Hände hoch, ehrlich jetzt, die Wahrheit bitte. Die ganze Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Es müssen mehr sein, ich bin mir sicher. Klar. Ja. So, Kolja. So, ja, du bist soweit, ne? Ja, ich bin eigentlich soweit. Ich gucke gerade hier, dass ich eine Portion für den Philipp fertig mache. Und vor allem brauche ich hier ein bisschen Platz. Aber ich mache auch schon mal drei Portionen hier fertig für die Kollegen. Mhm. Philipp, magst du Hummer? Ja. Ja. Ja, sehr gern. Dieses Kind sagt immer ja. Möchtest du was Gesundes? Ja. Möchtest du Hummer? Ja. Jetzt macht er natürlich gerade bei der Portion vom Philipp rum, aber das macht er nicht. Was hustest du so?
Ja? Na, ist okay. Ist gut? So, was wir hier sehen, heißt Hummer mit Melone und wo ist er denn? Ich habe das eben Erdbeeren. Gar nicht so genau. Ach, da vorne wisst ihr ja. Von Kolja Kleber. Das ist eine coole Idee, also korrespondiert komplett mit dem, was ich gemacht habe vorher. Ja. Wir wissen es natürlich nicht voneinander. Erdbeeren, Melone, klasse. Mhm. Ja, aber Erdbeeren, Melone kannst du keinen Fehler machen, ne? Philipp, hast du Besteck eigentlich? Nein, hat er nicht. Oh, Mann. Also der Service heute wieder. Aber ich besser. Hast du? Hab ich. Na, dann ist gut. Okay, jetzt geht's los. Also, Alfons, sag mal. Ja, Erdbeer, Melone passt immer. Passt immer, okay. Könnt ihr das mit Kalbfleisch machen? So Kalbsrücken geht wunderbar. Ein bisschen schwarzen Pfeffer drauf oder so ein Szechuan-Pfeffer drauf, fruchtig. Und Alexander, kommst also, du auch mal dazu? Du kannst es nicht meckern, das schmeckt gut. Fruchtig. Das ist fruchtig. Das ist fruchtig. Ja. Das ist fruchtig. Das ist mutig. Das muss jetzt nicht Hummer sein. Jetzt kann eine Garnele genauso sein, wenn sie noch nicht hat. Gambas kann man da Schweinefilet sein oder vom Schweinsbraten ein bisschen. Ja. Sagen wir mal so eine dünne Scheibe. Seeteufel wird vielleicht auch noch gehen, wenn er richtig schön angebraten ist. Ja. Seeteufel geht gut, wenn du mit ein bisschen Kümmel anbrätst. Was du damit machen? Ist gut. Ja? Das ist dann immer fruchtig. Das ist dann. Ja, das ist alles drin. Erdbeeren, Erdbeeressig, Cornelia, brauner probieren? Zucker, Erdbeeressig, ja? Erdbeeressig, brauner Zucker, Erdbeere. Und machst du einen Löffel? Gibst du einmal eine Gabel vor, ja? Habe ich Olivenöl reingemixt. Das ist ein ganz witziges Olivenöl aus Italien. Mhm. Und zwar. Das macht es jetzt zunächst mal noch nicht witzig, ne? Moment. Nein, das ist. Nee, das, eigentlich ist der Herkunftsort ganz lustig. Mhm. Das ist Castel Gandolfo. Die Sommerresidenz. Und die Sommerresidenz des Papstes. Und tatsächlich von diesem Olivenöl bekommt die Hälfte der Produktion der Papst. Und die andere Hälfte ich. Quatsch, jetzt hör auf. Also, geiler Deal, ne? Ja. Nee, nicht ganz. Es sind 4000 Liter im Jahr. Die Hälfte kriegt der Papst. Und die Hälfte wird nicht, ist nicht zum Verkaufen. Kann man nur probieren im Restaurant V, Jägerstraße 54, 55. Da kommen wir zu auf. Also, warum? Nein, die Hälfte, nein, die Hälfte der Papst, der Vatikan. Die Hälfte der Papst. So, wachsen die Bäume auf dem Gebiet, das früher zur päpstlichen Residenz dazu gehört. Ja. Heute ist ja nur noch das Schloss selber päpstliche Residenz und Vatikan. Uns interessiert jetzt, wie das Olivenöl nach Berlin kommt. Mhm. Über jemanden, der es bringt, sage ich mal. Aber du die kaufst Hälfte das? Ich kaufe das. Ich kaufe das zu bei überhöhten Preisen beim Vatikan direkt? Oder? Furchtbar teuer. Nein, über einen Schmuggler. Über einen Zwischenhändler. Okay. Der, also das geht nur über Beziehungen, ja? Das geht nur über Beziehungen, ehrlich. Genau. Das ist jetzt die letzte Ölung. Schau dir das an. Das ist über den Handling. Die ja, steht aus sechs, ein bisschen Brot hier. Sechs Olivensorten, Coratina, Frantolo, Nocciolo, Morraiolo. Sehr fruchtig, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr fruchtig. Das ist jetzt päpstliches Olivenöl. Päpstliches Olivenöl. Ich schmecke das Weihwasser raus. Ja. Ja. Sag mal, wie ist es denn? Wie ist es, Alexander? Hat man Löffel? Jetzt muss man natürlich noch mal, wie probiert man Olivenöl? Man nimmt ganz wenig vorne auf die Zungenspitze und dann zieht man die Luft durch. Also man zwitschert. Man zwitschert. Und wenn du es nämlich hier hinten an den Gaumen kriegst, dann merkst du halt, dass es ein fruchtiges, aber doch kräftiges Olivenöl ist. Weißt du, wenn du zünftst, wenn du... Weißt du, wo ich das letzte Mal gesehen habe? Bei Hannibal Lecter. Ja, genau. Jetzt ich genoss seine Leber und irgend so VW-Bohnen. Ja. Und genau. Warum weißt du, wie man am besten neutralisiert? Krabs à la carte. Weißt du, wie man am besten neutralisiert? Wenn du fünf verschiedene oder drei verschiedene Sorten Olivenöl probiert, was würdest du zum Neutralisieren hier nehmen? Mit dem grünen Apfel. Apfel, sehr gut. Grüner Apfel? Ja, klar. Ja, oder grüne. Mhm. Nein, nicht den grünen, ich würde den anderen auch nehmen. Aber mit dem Apfel neutralisierst du am besten. Stimmt, ja. Weißbrot liefert den auch der Vatikan, oder? Die Äpfel? Ja. Nee, seit damals nehmen sie keine Äpfel mehr her. Da so, haben sie schlechte Erfahrungen gemacht. Also dieses Olivenöl, halten wir jetzt fest, dieses päpstliche Olivenöl. Ja. Über Castel Gandolfo, du wusstest es, aber vielleicht wissen es viele nicht. In Castel Gandolfo, also der Sommerresidenz, wurde 1820 der erste Briefkasten der Welt aufgestellt. Prost. So, ja. Gut. Die Frage ist, ob jetzt bei diesem Essen auch die Post abgeht oder nicht. Also, wie schmeckt es denn jetzt, Andreas? Schöne Überleitung. Ja, habe ich ja mal so gedacht mit dem Holzhammer mal heute. Also, bevor ich wusste, dass das Olivenöl vom Papst ist,
fand ich das richtig gut. Ich bin der nicht katholisch. Ist Schweizer, ist natürlich. Ich bin, der, du bist Calvinist oder was bist du? Nee, weder noch. Den haben sie bei der Schweizer gerade rausgeschmissen. Ja, genau, die wollten mich nicht. Nein, ich finde die Kombination, Alfons hat es eben schon gesagt, also mit Erdbeeren und Melone kannst du ja nichts falsch machen. Und die Melone ist so erfrischend, toll dazu. Dann kommt noch dieser Hummer, was natürlich wirklich luxuriös ist. Es sind, sagen wir, Wareneinstand pro Tellerchen sind es halt 12 Euro. Ne? Schmeckt aber genauso gut, wenn ihr jetzt eine Garnele. Ja, genau, genau. Deswegen. Okay. Aber ich finde, es ist genau das Thema. Es ist erfrischend, okay. Es ist fruchtig und es ist auf dem Punkt. Ich finde es gut. Okay. Göttlich! Also, wegen dem Öl. Cornelia? Toll. Wie findest du es? Ein richtig schönes, erfrischendes, sommerliches Gericht. Mhm. Sehr gut, schön. Wird bei dir auch häufig so bestellt, ja? Ja. Alfons, wie findest du es? Mhm. Fruchtig. Es schmeckt. Ja, wir haben zuerst schon gesagt, ob jetzt ein Kalbfleisch drauf gibst oder was anderes. Die Kombination schmeckt aus. Mhm. Auch da wird ein bisschen Minze dazu passen. Ja, Alexander, ja, du? Ich würde auch keine Minze dazu tun. Du keine Minze? Aber ja, das hat aber damit was zu tun, dass ich sie nicht mag. Ja, gut. Du magst keine Minze? Nee, bin ich so. Ich mag, aber Käse, ich finde es oft auch so eine Verlegenheitsdeko auf dem Dessert. Ja, wenn es drauf beißt, dann schmeckt es von Rest. Ich habe nicht gesagt, Minze als Deko. Ich würde sie so einen Hauch in diese Soße, in die Erdbeersoße reinmixen oder ein bisschen Kardamom. Der ist auch gut. Dann würde ich lieber den Kardamom nehmen. Nein, das stimmt. Finde ich schöner. So, dann noch mal ganz kurz nachgefragt bei Philipp. Philipp, wie findest du das mit diesem päpstlichen Olivenöl? Schmeckt dir? Sehr gut. Also ja? Sieht auch gut, ist sehr gut angerichtet. Ja. Perfekt. Wenn jetzt gleich Cornelia kommt, kannst du mal sagen, schmeckt nicht. Ne? Also. Also, Kolja, zusammenfassend können wir sagen, Halleluja, das war lecker. Halleluja. Vielen Dank für dieses schöne Gericht. Cornelia, jetzt du. Ja, jetzt geht's hier richtig los. Kartoffel oder Pancetta-Kartoffeln, genau. Ne? So das sieht ja, von innen oh, aus. Das sieht ja schön aus. Zeig mal. Schau mal hier. Und die riecht schon so richtig. Also, ich würde sagen, hat Schmackes. Ein bisschen nach Apfelschwein. Ja. So, jetzt hole ich mein Schwein. Genau, jetzt holst du das angetrunkene Schwein raus. Leider hatte ich das hier aufstehen lassen in den Ofen und dann hat ihn jemand wieder zugemacht. Also es ist jetzt auf jeden Fall gut gebräunt. Koloriert heißt das. Koloriert. Genau. Hallo, das ist normal. Ja? Das Pektin fängt bei einer Gradzahl von 78 Grad an zu kolorieren. Ja. Und damit verändert es die Farbe. Nee, das ist unbestritten, aber die Frage ist, ob es das machen soll. Nee. Cornelia, ist ein bisschen. Es ist ein bisschen dunkel. Ich habe es ja zugegeben. Ich sehe das auch lieber vorher als hinterher, wenn ihr alle anfangt, das auseinanderzunehmen. Leo, die fangen an, draußen oder mein Fernseher zu drehen, weißt du? Ich habe das nämlich hier ein bisschen gebunden. Also, hallo. Achso, hast du auch noch mal ran. Wenn Sie sich gerade zu Hause zuschalten, dieses Schwein wurde nur mit Apfelmost gefüttert, lange Jahre seines Lebens. Und endet jetzt heute hier bei uns. Allerdings gut gebräunt, weil es auch offensichtlich zu lange in der Sonne gelegen hat. Ja. So. Ich sage immer Faktor 25 mindestens. Genau, so eine schöne Luxuskrokette, ne, hier. Oder eine schöne Hauptgang. Hm? Ich muss sagen, Luxuskrokette. Ja, hierher, gell? Cornelia? Ja? Das gibt für die Zuschauer. Also deine Pancetta-Kartoffel. Ja. Dahin. Ganz fein. Ja. Mhm. Hier ist jetzt ein bisschen von dem Bauch mit dem Apfelessig gegart. Mhm. Witzige Idee, oder? Sehr gut. Kanntest du dieses Apfelschwein? Dieses also persönlich nicht. Nein, aber aber ein Schwein aber die dieser Idee, Art. Ja, aber es gibt ja mit Eicheln, es gibt ja Schweine, die mit Kastanien gefüttert werden. Ja. Also gerade diese Trüffelschweine, die dann da bin ich ein bisschen an Trüffel drin, da kriegen wir auch ein bisschen anderen Geschmack rein. Mhm. Aber auch der Schinken ist sehr, sehr gut. Also du bist jetzt aber nicht der Teller für Philipp, ne? Ja. Ach so, ja, Philipp muss ja auch noch probieren. Philipp ne? muss auch probieren, unbedingt. Ja. Richtig, ja. Ja, dann soll er einfach mal herkommen, würde ich sagen. Ne? Philipp, komm doch mal rüber. Philipp, komm mal zu uns, komm mal hierher. Jetzt bist du hautnah dabei. Wen Philipp lauter stellt. Auf den Hocker. Ist auch noch gar nicht gefragt. Das ist der Hocker von Lea Linster, wahlweise auch von Cornelia Poletto. Ja. Stell die mal drauf, guck mal, so groß kann man rauskommen im Fernsehen. Lea muss aber eigentlich hochkant stehen. Ja. So, bleib ruhig stehen, bleib ruhig stehen. Du kannst den Besteck nehmen. Ich bringe dir Besteck, bleib einfach als stehen. Erster
probieren. Das sieht ja furchtbar aus. Ich nehme einfach beiseite. Ja. Wolltest du auch was sagen? Nee. alles gut. Ist gut, gell? Ja, ne? Also, Philipp, du musst jetzt genau überlegen, was du sagst. Alfons Schubeck sagte schon mal jetzt vorab, da brauchst gar nicht diskutieren. Oh. Bitte schön, schau mal für dich. Versuch mal. Alexander, komm, ja, probier mal mit. Habt ihr Besteck noch? Alfons, wie findest du es? Ich finde es auch gut. Es ist saftig, es hat einen guten Geschmack. Das ist leicht, sagen wir mal, überschüssige Braun, das würde ich jetzt gar nicht kritisieren. Also wenn ein Schwein saugut ist, haben wir nichts falsch gemacht. Es einfach in sich stimmig ist, es ist wahnsinnig saftig. Ja. Das schmeckt halt, was willst du denn da kritisieren? Also, das ist die Riesenarbeit in 50 Minuten, Kompliment. Schmeckst du diesen Apfelmost da durch? Nein. Nein. Philipp, wie findest du es? Hast du Kartoffeln schon probiert? Gut. Gut, gut, aber klingt damit. Die Röstaromen sind, wie Tim Mills immer sagt, die Röstaromen. Mm. Aber schon ist ganz gut. Das ist ein bisschen... Oh, Gott sei Dank. Hast du Glück gehabt, so. Philipp, danke. Magst Philipp, jetzt könntest du noch sagen, es fehlt Salz. Kommst auch groß raus hier in der Runde. Okay, es fehlt Salz. Hätte was auch immer gerne da kommt, ist, könnte vielleicht ein bisschen Chili dran. Ja. Oder ein bisschen Kardamom. Minze wäre auch nicht schlecht. Hör schon langsam wird. Minze gehen immer. Dazu muss ich sagen, wenn du an das Gemüse Minze geben würdest, das ist auch nicht schlecht. Ich habe jetzt Majoran dran. Auch gut. Aber das Gemüse ist lecker. Warte mal, ich gebe ein bisschen Chilisalz drauf. Ja, ohne Schmarrn, das schmeckt jetzt gleich viel besser. Also, Andreas? Kartoffeln, noch ein bisschen Salz. Ja. Sonst wunderbar. Schön saftiges Gemüse, toll. Kolja? Das arbeitet schon. Dazu jetzt noch eine Arbeit in 50 ja, Minuten. Es ist Leute, super. Ja, es die ist gefüllte Kartoffel, das Gemüse machen, den Ding braten, eine Soße ziehen, ja, sag einmal. Der andere brot einen Lammrücken ab, legt ihn drauf und da schiebt ein bisschen Weihwasser hin. Ja, so geht es ja auch nicht. Alexander, hast du probiert? Was sagst du? Es könnte mehr sein. Im Grunde was könnte mehr sein? Der Teller. Ja, ja, das könnte mehr sein. Man muss es loben. Allein schon wegen dem Produkt hin. Klar schmeckst du den Apfelmus nicht raus, aber man merkt halt da die Leidenschaft des Züchters. Er kümmert sich um die Sau und das schmeckt so nach dem Fleisch. War das, ja. Vielleicht war der Züchter besoffen, hat den Apfelmus ja getrunken. Kann, auch sein. Kann natürlich sein. So wurscht, aber er hat es vielleicht gestreichelt. Soll es so schmecken, wenn es dann mal fertig ist? Ja. Bis also jetzt auf den vielleicht die etwas dunkle Haut ist das schon der Idee sehr nahe gekommen. Also, wir halten fest, schmeckt richtig gut. Die Apfelmus-Sau hat ihren Dienst vollbracht und haben auch, glaube ich, festgestellt, dass der Herr Schubeck sich eine Minzplantage in Oberbayern zugelegt hat oder sowas. So. Also. Ja, aber Minze wir zahlen hier alles Minze mit barer Minze wieder, direkt wieder zurück. Wie Alexander richtig gesagt hat, ist normalerweise nur zur Deko da. Nur zur Deko. Mhm. Aber warum nicht einmal den Mut, einen Hauch Frische reinzukriegen? In letzter Sekunde, warum nicht genau den Mut? Könnte jemand vielleicht hinten dieses eine Blech mit den Strudeln rausholen? Hier. Ein Fachmann. Wie ist denn der Shooter gemacht, Alexander? Alexander, bitte? Wie ist dieser Shooter gemacht? Ja, also hier habe ich gefrorene Erdbeeren mit Limonensaft und braunen Zucker, mhm, sowie etwas Mineralwasser und einen guten Schutz von diesen Katschaka rum. Einfach zu einem, ja, kann man sagen, Katschak. Oh mein Gott, Angeber. Ich bin ein Franke, ich habe mein eigenes Deutsch, Katschaka. Ja, ich merke es. Katschaka. Dann aber bitte über Katschaka. Portugiesisch. Kann das Portugiesisch? Ich sage das jetzt seit zwei Jahren bei jedem Popkurs. Ja. Achtung, Säckchen. Ah, sehr schön. Säckchen. Pass mal auf. Philipp, magst du ein Säckchen oder ein Bonbonchen? Ein Bonbonchen. Das war eine schlechte Wahl, Philipp. Nee, das war, heiß, ja. So, Moment, ich muss, die Milch aufschäumen. Ja. Wenn du vielleicht hier Mr. Kajasa, oder? Kajasa. Ja, mix doch mal auf. Ein bisschen Luft rein. Was hast du denn da drin? Schräg halten. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen Milch. Ja, aber da ist noch was drin. Du musst unten drauf drücken, dass es schneller geht. Das ist doch nicht nur Milch, da ist Vanille drin, oder? Was ist da drin? Schau mal. So, ja, und jetzt ein bisschen schräg halten. In die andere Richtung. Gut. Naja, wird schon. Passt. Handwerk ist alles, ne? Aber hallo. So. Mhm. Und da muss jetzt noch die Milch drauf. Aber mein was hast du denn da noch drin, Alexander? So, Milch, das Vanille, ist einfach oder? Milch und Zucker. Und wie heißt das andere? Vanille. Vanille? Genau. Ja. Und zwar sehr viel Vanille. Ja, in der Tat. Und jetzt mache ich das nämlich da oben noch da drauf.
So. Wenn, wie ist das Finale, wenn man nicht weiter weiß, dann dürft ihr nicht. Philipp, schau mal. Philipp. Monsieur. Bitteschön. Dankeschön. Okay, und jetzt machen wir hier. Das ist gut. Wo soll ich denn wenn du mir hier einen drauf geben könntest. Hier, einen brauchen wir drauf. Schau mal her. Ja, pass auf. Darf ich einmal? Bitte. Einmal. Ja. Wo lege ich es hin? Da in die Mitten rein. Mitten rein. In die Mitten rein. Oh, ist das heiß, du. Aber lecker. Ha? So, und jetzt wäre das natürlich auch für den Verzehr geeignet. Also, wir sehen was, Alexander? Sagst du wir so, sehen jetzt hier einen Mandelstrudel in Bonbonform. Mit Limonenerdbeeren, ein bisschen einen Milch-Vanille-Schaum. Und dazu gibt es dann natürlich noch, damit es so richtig reinhaut, einen geeisten Erdbeer-Kalperinja-Shooter. Den Philipp nicht bekommen. Den Philipp nicht. So. Bitteschön. Cornelia, der Shooter. Sehr erfrischend. Ich hätte noch ein bisschen mehr Alkohol reingemacht. Ja, das ist klar. Wenn man Apfelmostschweine grillt, dann wird man natürlich. Da brauchen wir auch Stoff. Ja, Philipp, wie findest du es? Heiß erstmal. Ja, wir sprechen gleich. Alfons? Ich bin erst beim Mandelstrudel angelangt, weil mir der Ding so weggeschoben hat, der Kolja. Wie kann man dich wegschieben? Das klappt doch keiner. Komm, ich hab da eins. Wenn 100 Kilo mal ins Rollen kommen. Das hätte man dann alle gemerkt. Das ist, die Erdbeeren sind super. Die Trägheit der Masse. Kohle und Licht machen Happy Hour. So, komm. Wir sind schon beim zweiten. Ne? Also ich bräuchte genau, das ne? überhaupt nicht. Den Shooter bräuchtest du nicht? Nein, aber das ist eine gute Kombi. Ja? Sehr gut. Kolja? Ich möchte nicht sagen, dass man da noch Blatt Minze natürlich, wenn man schwierig ist natürlich, ist halt, wenn man den knallheißen Strudel hat und dann so einen eiskalten Shooter hinterher, da hat der Zahnarzt was zu lachen am nächsten Tag. Das stimmt. Aber wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, finde ich das wunderbar. Die Reihenfolge ist ja frei. Hast du den Strudel schon probiert, Cornelia? Ich habe es schon probiert. Ich mag es sehr gerne. Gute Kombi, so wie Alfons gesagt hat. Prost. 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 Ist jetzt Andreas? Ich bin jetzt zum zweiten von denen. Ich bin ja nicht so wie die Alkohol. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Also, erst noch mal probieren hier. Also, wunderbar. Ist auch nicht wunderbar. So süß, wunderbar. Ist nicht so süß, haben wir vorhin schon festgestellt. Ach so, hat schon jemand gesagt, Entschuldigung. Ja. Philipp, komm zu uns bitte. Perfekt. Ich würde sagen, du hast heute jetzt mal das Schlusswort. JJ Laffer Junior wird uns jetzt mal sagen, wie es denn schmeckt. Also der Apfelstrudel ja. ist sehr heiß, aber... Der Mandelstrudel. Ist wurscht. Ist wurscht. Aber ich mag lieber Apfelstrudel. Ja. Und aber sehr gut innen drin. Die Füllung ist sehr gut. Und die Erdbeeren sind auch sehr gut. Und die Perfekt. Milch obendrauf? Das sieht schön aus. Und sehr gut. Ist auch gut. Perfekt. Also, das war, glaube ich, der jüngste Küchenschlachtgewinner aller Zeiten, Philipp. 13 Jahre alt, hast du ganz fantastisch gemacht. Vielen Dank für deinen Besuch in der Sendung. Cornelia, Alexander, Kolja, Andreas und selbstverständlich Monsieur Alphonse. Alphonse Hubeck, danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Die Kollegen von heute Nacht warten schon. Da gibt es vielleicht auch noch mal einen Sonderbeitrag zum Thema Minze, wer weiß. In diesem Sinne, nächsten Freitag sind wir wieder da. Bis dahin.